So, ich würde gern was bestellen. Natürlich. Kennst mich doch mittlerweile, Panier. Ich bin noch dein Stammkunde. Mix mir einen Wunderdrink. Komm schon. Ich will immer noch einen Wunderdrink haben. Komm schon, Pandir, ich weiß, du kannst es. Und wieder keiner. Nee, nicht den Apfel. Ich will das hier weiter haben. Die ganzen tollen Gummis. Wenn alle unsere Statuswerte so schön erhöhen. Wieder kein Wunderdrink. Oh, mehr habe ich gerade nicht, aber Moment. Okay. Es gibt neue Wiederverwertungs-Items. Das ist doch sehr schön. Ich würde gern was wiederverwerten. Was können wir denn jetzt machen? Oh, Silberticket. Siedel wäre für zwei Äpfel. Ich habe aber nur einen Apfel. Na gut, machen wir mal ein Silberticket. Und zwar können wir dagegen doch mal ein paar Items anbieten, die wir wirklich nicht mehr so unbedingt brauchen. Ich habe da nämlich doch so ein paar Plagiat-Items, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Moment mal, was macht der nochmal? Ach, das ist der. Ja. Ich werde ein paar Persivbeeren wegmachen. Von denen habe ich eh viel zu viele. So, das lösen wir gleich ein. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Was haben wir denn? Ein Trostpreis, schade. Ein Regenorb kriegen wir, okay. Besser als nix. So. Kurz an den Strand schauen. Vielleicht haben wir ja noch einen kleinen Job für die Wasserfallhöhle. Das wäre nämlich geil. Nö, ist wieder keine Flaschenpost da. Unser schöner alter Strand. Da, wo ich aufgewacht bin. So, den Regenrock kann ich eigentlich genauso gut mitnehmen. Aber, ach ja, eine Sache wollte ich vielleicht noch mitnehmen. Für den Fall, dass es eng wird. Ich mir überlegt, ich nehme unter Umständen den Flea-Orb mit. Nee, sonst will ich nichts mit mir nehmen. Ich will aber, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich den Regenorb lagern. So. Genug der Vorbereitungen. Für den Fall, dass es ernst wird, benutze ich den Flea-Orb. So, das wird jetzt zwar ein harter Job, aber es wäre nicht das erste Mal, dass wir sowas schon geschafft hätten. Nur, dass wir es dieses Mal in der Wasserfallhöhle machen. Ein Burmi ist unser Klient. Das ist sogar. Na gut. Burmi so an sich ist ja ein Käfer-Pokémon. Hat hier typtechnisch keine wirklichen Vor- oder Nachteile. So. Ein Gummi, das ist nett. Hier ist Treppe, nehmen wir doch.
Nice move. Moment mal, kriege ich das Bummi irgendwie wieder dazu, dass es... Ja, ist egal, da ist eh schon die Treppe. Ein Spezialband. Ein Flairsamen. So. U4. Das ist super, dass Bummi genau hinter mir steht. Okay. Solange wir nur normale Attacken benutzen, kann es mir auch nicht sein. Oh, der war ja einfach. Okay, das war das, was ich... Wovor ich am meisten Sorgen hatte, dass ich einen Gangster erledigen muss, während ich noch einen Klienten dabei habe. Aber so ging das ja ganz gut aus. So, Zielebene erreicht. Hier muss ich jetzt auch irgendwas machen. Ich weiß jetzt nur nicht genau was. Was muss ich denn hier machen? Zu Duflo eskortieren, genau. Hier ist Duflo. Bleib stehen, Duflo. Dann haben wir den mehr oder weniger schlimmsten Teil geschafft. Dann kommen wir jetzt zu den restlichen Ganoven und ich irgendwo in U8 muss ich dann noch irgendwas suchen oder so. Yay, erstmal zweimal daneben hauen. Verfolgung. Moment mal. Ich hoffe jetzt einmal mal, dass die da mal gerade nichts machen. Sie machen was dabei, verdammt. Ach Gott, der will weglaufen. Ups. Habe ich irgendwas fixiert? Moment mal. Ich habe Stöcke dabei, sie aber nicht. Okay. Nee, ich will den Dungeon noch nicht verlassen. So. Taktik wieder umstellen. Hat eh nichts gebracht. Ein Ganove direkt bei einem Kekleon-Laden. Wieso muss es eigentlich jetzt unbedingt ein Skorgler sein? Naja. Und lass die Verletzchen, ja, danke. Macht ganz schön Schaden mit seinen normalen Hits. Aber gut, wir haben ihn besiegt. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ich habe kein Geld dabei, oder? Nee. Eigentlich schade. Wären zwei Gummis hier gewesen und ein Star-Orb. Aber hier noch ein Gummi. So, ich glaube, eine Sache haben wir auf Untergeschoss 8 noch zu erledigen. Schon wieder ein Kekleon-Laden. Level up. Dass die Werte immer noch so stark steigen. Ein Flieger erreicht Level 15, kriegt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Offenlegung. Moment mal, was macht das hier?
gemacht. Braucht er eigentlich nicht. Ich habe die anderen Attacken sind wesentlich besser. Hier ist ein Flea-Orb. Ein Klargummi, den nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Irgendwas da, was wir da lassen können. Die kleinen Kiesel. Ach, den Klargummi musste ich finden. Na gut, dann gehen wir jetzt. So. Dann kriegen wir jetzt hier einen Rotgummi und 30 Punkte. Gar nicht so schwer eigentlich das Ganze. Nicht so schwer, wie ich es gedacht hätte. Die TM-Kreuzschere. Und ein Schadsamen. Und ein Persivschal. Und 30 Punkte. Ein Kraftband, das ist auch nice. Die TM-Steinhagel. Die werde ich, glaube ich, Fliegi beibringen. Hier kriegen wir noch ein Aleatoskop und ein Belebersamen. Und nochmal 30 Punkte. Abendessen ist fertig. Ja, lasst uns... Stopp! Alle herhören! Ja, bevor wir heute zu Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Hey! Ah, rück schon raus damit, wir wollen essen! Du hältst uns davon ab, dieses köstliche vor uns liegende Essen zu verticken. Ich bin entrüstet. Das ist so ungerecht. Ich werde gleich ohnmächtig vor Hunger. Ruhe. Es muss Ruhe herrschen. Ich bin mir sicher, dass die Auswahl der Expeditionsmitglieder euch alle beschäftigt hat. Unser Gildenmeister hat endlich seine endgültige Entscheidung getroffen. Boah. Donnerwetter, endlich steht es fest. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt gegeben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife, legt los. Lass uns essen. Ja, das haben uns alle gesagt. Habe ich noch meine Plaudergeist-Stimme vorgelesen. Morgen werden endlich die Mitglieder der Expedition bekannt gegeben. Ich bin irgendwie nervös. Ja, ich weiß, Plaudergeist sagte, wir sollen uns keine Hoffnung machen. Schließlich haben wir Knuddeluff keinen der perfekten Äpfel gebracht, die er so liebt. Aber danach haben wir uns doch richtig angestrengt, oder? Wir haben unser Bestes gegeben. Selbst wenn wir nicht ausgewählt werden, bereue ich nichts. Ich bin müde. Lass uns schlafen. Ich freue mich auf den aufregenden Tag morgen. Gute Nacht. Keine Reue, genau. Aber wenn wir nicht ins Expeditionsteam gewählt werden, dann wird Fliege am Boden zerstört sein. Fliege gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, er darf mit auf die Expedition. Wenn wir beide ausgewählt werden, könnte diese besondere Fähigkeit von mir von Nutzen sein. Da fällt mir auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Ich glaube, es ist eine nützliche Fähigkeit. Es ist frustrierend, dass ich diese Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles zu viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich sollte besser auch schlafen. Gute Nacht, Fliege. Ich hoffe, du wirst morgen auch erwählt. Schnell einen Schluck trinken. Da ist es. Ein weiteres Zahnrad der Zeit. Es ist das zweite. Nun bleiben nur noch 13 Räder der Zeit. Ich muss sie holen. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen. Nun ja, speichern.
Na dann, schauen wir mal, ob wir es ins Expeditionsteam geschafft haben. Nun dann. Ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Gildenmeister, die Liste bitte. Plaudergei nimmt die Liste mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knödeluf entgegen. Die ausgewählten Mitglieder sind hier aufgelistet. Tritt vor, wenn euer Name aufgerufen wird. Endlich ist es soweit. Mein Herz schlägt wie verrückt, Menschenskind. Ich werde ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Unser erstes Mitglied ist Krakelo. Hey, ja, geschafft! Aber wenn ich so drüber nachdenke, war ja klar, dass ich ausgewählt werden würde. Jaho! Was sagst du? Angeber, jawohl, ja. Soll das heißen, dass er nicht mal nervös war? Als nächstes kommt Krebskorps. Hey, hey, geschafft. Ich wurde ausgewählt. Hey. Oh, bin ich erleichtert. Der nächste. Oh, was ist das? Was für eine Überraschung. Unser nächstes Mitglied ist Bilica. Wirklich? Wirklich und wahrhaftig? Menschenskind, ich gehe auf eine Expedition. Ist irgendwas, Bilica? Komm schon, tritt vor. Ich will ja vortreten, wirklich, aber ich bin gerade jetzt ganz überwältigt. Meine Beine wollen sich nicht bewegen. Meinetwegen, ignorieren wir es und fahren fort. Als nächstes haben wir Sonflora und Palimpalim. Oh, wir auch? Auweia. Ah ja, und damit ist das Expeditionsteam komplett. Wie es aussieht, sind diese Nieten ausgeschieden. Hey, ich schiede ihnen recht. Sie haben es sich verdient. Damit hätten wir die Expeditionsmitglieder. Was ist das? Da ist doch etwas auf den Rand gekritzelt. Der Gildenmeister hat wirklich eine krakelige Handschrift. Es ist kaum zu entziffern. Würde ich das laut sagen, was ich jetzt denke, hätte es unschöne Folgen. Am besten, ich halte einfach die Schnabel. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Expeditionsmitglieder. Und zwar Dikta, Diktri und Glibunkel. Oh, und Fliegi und Kilian. Das ist alles. Moment mal, was? Was? Gildenmeister, ich glaube, auf dieser Liste steht jedes einzelne Gildenmitglied. Yep, das stimmt. Nun gut, wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos. Außerdem müssten wir die Gilde leer zurücklassen, wenn wirklich alle gehen. Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt, um auf die Gilde aufzupassen? Es wird schon okay sein. Wir werden gut abschließen. Gildenmeister, ich habe auch ein paar Bedenken. Glaubst du nicht, dass es vielleicht zu viele Mitglieder auf die Expedition gehen? Wenn ein Freund so etwas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso. Ich meine, wieso müssen überhaupt alle gehen? Was hat das für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Natürlich gibt das Sinn. Ich meine, wenn alle gehen, macht es doch mehr Spaß. Was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden. Als mir die Ideen kamen, konnte ich vor Aufregung nicht einschlafen. Was? So sieht es aus, Freunde. Wir gehen alle auf die Expedition und es wird ein riesen, riesen, riesengroßer Spaß. Geben wir unser Bestes. Hurra! Tja, es ist beschlossen. Na gut, lasst mich den Ablauf erklären. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Die ausgewählten Mitglieder, also alle, jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergesst nicht, dass es eine Gildenexpedition ist. Teammitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Ihr könnt keine Gilden. Können ja Mitglieder über den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Sie dürfen an der Expedition nicht teilnehmen. Denkt daran, wenn ihr eure Vorbereitungen trefft. Sobald ihr bereit seid für die anstehende Reise, kommt hierher zurück. Informiert mich dann, sobald ihr fertig seid. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Ich könnte wirklich schreien. Alle dürfen mit zur Expedition. Der Gildenmeister hat mich mal wieder überrascht. Ich zittere noch vor dem Schock. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich war total baff. Ich bin froh, dass wir nicht aufgegeben haben. Hey. Menschenskind, ich bin so froh, dass ich mit auf die Expedition darf. Oh, und nicht nur ich, alle dürfen ja mit. Das ist wie ein Traum. Ich bin ganz bewegt und aufgewühlt.
Das ist kein Traum, es passiert wirklich. Wie auch immer, dass wir alle mitgehen, bedeutet, dass es eine Prüfung für uns alle sein wird. Darum schlage ich vor, dass wir Lehrlinge alle zusammenarbeiten. Und dass uns diese Expedition zu einem Erfolg machen. Yippie, das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist sie! Lasst uns unser Bestes geben. Lasst uns zusammenhalten, wir schaffen es. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Das Team von Kiel erhält einen größeren Schatzbeutel zur Belohnung. Yay. Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Ja, 8 weitere, um genau zu sein. So. Ja, gut. Destiny dürfen wir jetzt nicht auf die Expedition mitnehmen. Wobei... Ich hatte jetzt vor der Expedition noch ein klein wenig zu trainieren. Ist die Frage, ob ich da noch ein paar Leute mitnehmen soll. Aber wenn ich das trainiere, mache ich das offscreen, habe ich ja schon mal gesagt. Ihr habt mir einmal beim Training zusehen dürfen. Und ja, solange ich jetzt noch hier trainieren kann, nehme ich die anderen zwei jetzt auch mal noch mit. So. Also dann, ich werde jetzt hier an dieser Stelle mal ganz kurz offscreen gehen und ein wenig trainieren. Ich weiß noch nicht wie weit. Normalerweise level ich immer bis Level 20, wenn ich auf die Expedition gehe, aber dann ist das Ganze fast ein bisschen zu langweilig immer schon. Ich weiß noch nicht genau, wie weit ich leveln werde. Aber ich denke mal, Level 17 wird mindestens drin sein. Vielleicht Level 18. Ich werde sehen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Aufnahmepause und ich gehe jetzt erstmal eine Runde trainieren. Wir sehen uns dann nach der Aufnahmepause. Also für euch wahrscheinlich gleich. Bis dann.